Willkommen zurück zu Total War Warhammer 3 und ja, ihr hört was, ich höre nichts, mein Kopfhörer ist kaputt, irgendwann kommt ein neuer, keine Ahnung wann. Ich habe den runtergeschmissen und dann, naja. Ich sag mal, die ersten 30 Male hat das überlebt, jetzt beim 31. Mal hat das nicht mehr überlebt. Es ist halt so, meine Güte, da müssen wir durch, das ist halt ein bisschen schade, klar, aber was soll ich machen? Ich weiß auf alle Fälle, dass ich hoffentlich nicht zum Finale komme in diesen nächsten Folgen, wobei es wird wahrscheinlich passieren. Das heißt, ich werde das Finale leider nicht mit anhören können. Aber okay. Ist halt so. Muss es mir quasi anschauen. Das skippen mal wieder. Wir warten jetzt eigentlich nur noch auf die letzte Runde. Den letzten Rush Richtung die Chaosreiche. Und so, das Ding ist, wie ich das jetzt auch verstanden habe in der Zwischenzeit, dass natürlich da dieser Dämonengott, dessen Namen ich vergessen habe, der wartet ja eigentlich nur darauf, dass wir da zu ihm gelangen. Der möchte ja quasi, dass wir möglichst viel Chaos stiften. Das findet er ja ganz, ganz toll. Und wir müssen quasi gucken, dass wir nur ein... Was ist das denn, Alter? Was für knapper Sieg. Jetzt mal ohne Witz, ich habe hier Junken. Ich habe hier Elite-Einheiten. Also wirklich Elite-Einheiten. Der hat nicht mal mehr Leben. Der hat 66 Leben. Die haben alle kein Leben. Warum ist das jetzt hier nur ein knapper Sieg mit mittleren Verlusten? Ich verstehe es nicht. Ja. Kann so übertreiben, Alter. So, ohne Witz. Das sind mal Verluste, ey. Tiefsten Disrespect. So, das Ganze hier ist natürlich weiterhin sehr kritisch, was hier geschieht. Nee. Okay. Die haben sie irgendwie verkrümelt alle. Mein Teil der Titan ist auf alle Fälle fast ready. Meine geliebte Mao Ying, die es leider nie geschafft hat, das Kampagnensichtfeld zu verbessern. Aber ist halt jetzt so. So, du regenerierst eigentlich... Hä? Er kann nicht rekrutieren. Warum konnte er nicht rekrutieren? Es dauert immer noch 4 Runden. Was haben die Schüler gemacht? Ich will es gar nicht wissen wahrscheinlich. Das Ganze hat übrigens nicht geklappt. Der ist noch da. Aber weil ich es vergessen habe vor lauter Vergesslichkeit. Wir sind in den Hinterhalt gelaufen. Ach Gott, und das ist natürlich eine komplette Elite-Armee. Die kann ich jetzt einfach Auto berechnen. Da haben wir jetzt keine Chance leider. Ja, natürlich. Mao Ying greifst du nicht an, ne? Scheiße, das war's mit meinem Plan, eine neue Armee auszuheben. Kacke. So, jetzt kommt natürlich wieder der Angriff. Hat noch ein Level abbekommen. Okay, okay, okay. Dann machen wir mal Mobilität steigen. Okay, probieren wir es nochmal. Ah, 70%. Das hat gerade nur nicht geklappt, da wir... Ah! Und dann sind natürlich die Risse. Ich könnte kotzen, Alter. Wisst ihr, das Problem ist, dass er grundsätzlich immer alles nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Der kann es nicht unterstützen, weil er so... Oder? Unterstützt er jetzt? Okay, ist wurscht, der rennt eh weg. Feiger Hund. Naja gut, das kannst du natürlich nochmal gucken. Dass wir dann jeden Kommandanten rekrutieren. Erfolgschancen, ermöglicht Giftattacken. Klingt jetzt erstmal relativ cool. Wir rekrutieren sie. Sie gibt uns noch ein paar Levelchen mehr. Es muss ja keine wirklich so gute Armee sein eigentlich. Jetzt mal ohne Witz, es langt ja auch einfach. Ich denke einfach mal die Jungs. Und halt einfach mal ganz normale Bogenschützen dazu. Lieder halt oder so, keine Ahnung. Ist ja wurscht. Hat eine Weile dauern, leider. Deswegen noch 2 simple Himmelslaternen mit dazu. So, die 2 Tore sind da. Jetzt ist die Frage, schicke ich die Jungs jetzt runter? Oder nicht? Was ich mit dir mache, ist eigentlich... Die werden uns jetzt hier nicht angreifen. Das Problem wäre hier, dass die Armee doch zu stark ist mit den Truppen in der Garnison. Das ist hier,
Es wäre zwar kein deutlicher Sieg für unsere Sache, aber es ist ja auf alle Fälle ein Sieg. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich meinen Arsch schnellstmöglich irgendwo hinbewege. Wo hier so ein nerviges Portal ist, ohne dass ich da komplett verrecke. So. Es ist Worst Case, was gerade geschieht. Das muss ich leider schon mal anerkennen. So, die machen sich auch auf den Weg nach unten. Dann du schließen Portal. Du auch. Dass mir gar keiner auf den Sack geht in meinen Heimatgebieten. Das möchte ich nämlich nicht. Da oben müsste auch noch irgendwo einer sein. Da machen wir auch nicht nochmal den gleichen Fehler, ne? Du gehst da mal schon mal Richtung Süden. Da unten mit hin. So. Und hier können wir nichts machen. Was? Drachenblütiger Shugengang? Achso, das ist die... Das ist die alte, die wir neu rekrutiert haben. Okay, schauen wir mal. Also, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier dann höchstwahrscheinlich innerhalb von kurzer Zeit angegriffen werden. Unten im Süden wahrscheinlich. Und dass die jetzt natürlich sofort sich alle auf die Portale stürzen und dann gucken, dass sie möglichst schnell den ganzen Scheiß hier erledigt bekommen. Naja, schauen wir mal. Wir haben aktuell Harmonie, was ich sehr positiv sehe. Harmonie ist immer gut. Wir müssen es trotzdem leider wieder zerstören. So leid es mir tut. Okay, das Ganze muss ich ja leider wieder ausbauen. Das ist ja ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, zusammengeschlagen worden. Du machst dich auf den Weg Richtung Süden. Bist eh fast wieder bei voller Stärke, wobei du jetzt hier natürlich wieder Verschleiß erleidest. Klar. So, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt da reingehe. Das dürfte eigentlich nicht so schlimm sein, weil normalerweise... Oh Gott. Okay. Normalerweise können wir uns in der ersten Runde eh nicht bewegen. Die Hüter verlangt ein Blutopfer, bevor ihr euch an seine Messingzitadelle im Kampf begegnet, müsst ihr seine Aufmerksamkeit erregen. Es ist nur das Ding, wenn die mich jetzt hier angreifen, dann kannst du das Licht einmal ausknipsen. So, die Dinger werden heilen. Denke ich mal. Was? Eine Waffe? Mhm. Cool, cool. Eine Waffe gibt's da. Was ist denn hier überhaupt los? Wir werden hier angeblich angegriffen. Aber ich sag mal so, ich sehe jetzt hier aktuell nicht wirklich irgendwas, was uns angreift. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu beeinflussen, wie stark die Angriffe sind? Also zum Beispiel sagt, okay, wir machen das und das und wird der Angriff schwächer oder irgend sowas. Oder irgendwie... Weiß ich nicht, das ist jetzt schon komisch, das ist eigentlich so... Letztens irgendwie kamen dann mal 20 Armeen auf einmal angefühlt und du wusstest eigentlich gar nicht, wo du zuerst hin sollst. Und jetzt musst du quasi suchen, dass du jemanden findest. So, den gehen wir jetzt mal kurz auf den Sack. 83%, das sollte auch... Was? Alles klar. 83% und klappt nicht, das kannst du doch echt keinem mehr erzählen hier, ne? Das ist doch Verarsche. So, du schließt das Ding. So, mache ich soweit alles schon dazu. Ohne, dass wir große Probleme bekommen haben. Unser Reich ist schon wieder komplett sauber. Ja, dann würde ich sagen, skippen wir das Ganze und beenden die Runde. Dann schauen wir mal, wenn die mich jetzt angreifen da oben. Verbannte des Korn ist schon durch. Heißt, die haben uns nicht angegriffen. Ich halt meine Schnauze schon. Je mehr Siege sie erringt, desto stärker wird die Armee. Bleibt sie allerdings inaktiv, vergeht auch ihre Stärke. Machen die natürlich Auto kaputt, weil das Ding ist... Alter, warum kriegen eigentlich immer meine Terrakottenwachen alles ab? Irgendwie einen tieferen Sinn, oder? Gut, wir haben auf alle Fälle schon mal gewonnen. Was ich schon mal ganz gut finde. Aber warum kriegen immer meine Terrakottenwachen alles ab? Ihr wollt mich doch jetzt verarschen, oder? Ja, pass auf, jetzt gehen meine Terrakotten... Doch nicht? Wir haben die ja sowas von vernichtet. Armee Nummer 2 tot. Mal gucken, ob er direkt hier... Ja, die Seuchenherrscher. Der Messingthron Korne. Und sie hat... Was hat sie bekommen? 30% beim Verteidigen. Das sind andere Sachen. So, Mao Ying, du nette Dame. Jetzt machen wir kurz Folgendes. Und zwar müssen wir ja 2 Runden haben wir Zeit. Gehen wir mal kurz dorthin. Kornkorruption. Der Fluchspeer. Nahkampfangriff, magische Angriffe. Relativ netter Shit. Und wir haben so einen voll geheilt worden. Vom Baum der Seelen hängen alle möglichen Waffen und sonstige Kampfmittel. Ein Schwarm gespenstischer Krähen hockt auf den Ästen oder zieht Kreise um die Baumkrone.
die Opfer der Waffen, die im Geäst baumeln, werdet ihr den Schwarm vergrößern, der Flugspeer. Diese Einheit ist immun gegen sämtliche Führerschaft und flieht niemals. Das ist aber eine Waffe, ne? Das ist jetzt hier nicht irgendwie ein Ding ins Kirchen oder so. Okay, nächste Runde holen wir uns dann Gritzguts. Und wir sind jetzt schon auf... Ja, haben schon die Hälfte des Blutopfer-Geschmattes dadurch. Okay, dann gucken wir weiter. Hier oben geschieht ja nichts. Wegen Rekrutieren. Ja, rekrutieren wir einfach mal die Jungs. Wie gesagt, eine relativ einfache Armee würde mir hier genügen. Einfach irgendwas, was uns halt truppentechnisch verstärken könnte. Das ist eigentlich mein Ziel hier gerade. Du schießt dann mal dorthin und schmeißt dir dein Lager auf. Für Regeneration und so. Der ist jetzt dann in die nächste Runde bei voller Stärke. Okay, dann... Ist doch die Frage, muss ich meinen Verbündeten überhaupt helfen? Will ich denen überhaupt helfen? Ja, ich will denen helfen. Und halt meine Agenten wieder zurückbewegen nachher. Dürfen wir halt nicht vergessen. Wobei... Total irrelevant, weil... Das wird jetzt eh so ablaufen, dass wir... Ich bin auch so blöd. Das wird jetzt eh so ablaufen, dass wir hier dann gleich... fertig sind in der Kampagne wahrscheinlich. Nach der letzten Schlacht. Hätte ich nicht geklappt. Wer hätte es gedacht? Wo bist du zu Hause? Du warst hier unten, ne? Geh dir mal weiter auf den Sack, jawohl. Und Level 20, und das ist sehr nice. Das können wir ihr nämlich Unsterblichkeit geben. Damit geht die mir schon mal nicht mehr abhanden. Was ist denn jetzt hier der Angriff? Vielleicht durch das Zerstören hier? Der Festung? Macht das einen Unterschied? Würde das überhaupt... Chaos, Fraktion... Nee, ich glaube, das... Ne, scheiß drauf. Da ist eine Lösung zu finden. Das könnte relativ langwierig werden. Errungenschaft freigeschaltet. Zentren der Exzellenz. Na nu? Was hat denn die Krabbe hier schon wieder verbrochen? Und geschafft? Keiner greift mich an. Das ist ein bisschen schade. Der Eishof ist mal wieder Geschichte. Kurz gucken. Das ist die Errungenschaft. Verfügt über zwei Helden der Stufe 20. Okay. Machen wir erstmal das Gudus hier weg. Dürfte kein Problem werden. Machen wir natürlich auch alles mit Auto-Battle. Plus 10%. Dann machen wir uns mal... Wo ist denn hier das nächste Ding, wo wir uns heilen könnten? Da unten war übrigens noch eins. ja gut, bewegen ist nicht so. Zeit haben wir noch. Das Problem ist, nur einige haben das gleiche Ziel wie wir aktuell. Wir haben gar nicht so viel Zeit, leider. Wenn die nämlich schneller sind mit ihrem Erringen des Endsiegs, dann gute Nacht. Ah, ich finde es schön, dass hier meine Freunde mit ihrer gesamten Armee und Streitkraft, Streitmacht anmarschieren aktuell. Ich habe vergessen, dass ich meine ganzen Einheiten noch gar nicht bewegt habe. Ich meine, die schlagen sich jetzt auch gegenseitig. Vielleicht greifen die sich sogar gegenseitig an und behindern sich gegenseitig oder irgend sowas. Wäre natürlich total cool, total praktisch für mich. Noch ist nichts geschehen. Ah! Das ist wurscht, das ist egal. Wo ist eigentlich dieser... Ach, lol, als ob die den direkt ausgerüstet hätten. Ist halt blöd wegen dieser Korruption, ne? Das ist halt der einzige Nachteil. Ah, da ist halt der Hundesohn. Aber der hat noch nicht viel aufgebaut, auch wenn er generell schon sehr problematisch ausschaut. Aber das hält sich noch in Grenzen. Verehren auch hier wieder ein bisschen. Und sind übrigens voll. Wir sind übrigens voll. Und jetzt? Ah, da ist die Schlacht, Tatsache. Das ist nur das Problem, was ich hier gerade sehe. Weil es egal ist. Ich denke, wir können da nächste Runde ganz entspannt hinmarschieren. Oder kann ich sogar diese Runde? Ah, nee, ich glaube, oder? Geht das? Nee, geht nicht. Okay, hätte ja sein können. Gut, also nächste Runde. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die uns nicht angreifen. Das wäre ein bisschen problematisch, aber die Range passt nicht. Gut. Gut, gut. Das resettet nicht, nein. Gut, dann hoffe ich jetzt, dass mir hier keiner einen Strich durch die Rechnung macht. Wir werden diese letzte Schlacht auch tatsächlich, also die letzte Seele, werden wir uns auch tatsächlich nicht selber holen. Weil ich das tatsächlich ein bisschen unnötig finde. Wir wissen jetzt, wie die Schlachten ablaufen. Das wird jetzt hier nicht anders sein. Und
Ja, ich finde sie ganz cool, die Schlachten, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt darum schlagen würde, dass ich die jetzt hier machen kann. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, meine Verbündeten haben irgendwie schlechte Laune. Das Ding können wir auf Stufe 3 hochhauen. Wir forschen jetzt aktuell Yang. Ich meine, wir sind im Gleichgewicht weiterhin, Yin Yang. Wir können jetzt ja direkt einen Yin erforschen, dann wären wir halt wieder kurz auf der gleichen Stufe, aber... Whatever. Genau, das schließen wir noch. Weil ihr seht ja schon, dass er schon das Chaos wieder am Chaos stiften. Die Karte ändert sich. Wird dunkel. Zeigt quasi die Verdorbenheit des Chaoses. So, jetzt hoffe ich, dass... Nein, es ist nichts geschehen. Das ist gut. Puh, Leute, jetzt wollte ich euch hier helfen. Das ist leider das Portal hier. Naja, hätte ich das in der letzten Runde geschlossen. Ey, das sind solche Wichser, ne? Ey, ihr seid solche Pisser. Ey, ohne Witz. Ey, diese Ratten. Wenn die mir jetzt hier mein Ding wieder kaputt machen, dann schlag ich aber jemanden. Mal jemanden kaputt. Okay. Schicken wir dich mal dort mit hin. Sicher ist ja sicher. Du bist eh schon wieder ready. Auch eine relativ gute Armee übrigens. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Mit safe natürlich. Ja, heldenhafter Sieg, keine Verluste. Auto-Battle, danke, chill mit Ö. Und dann wird es jetzt spannend, weil ich jetzt keine Ahnung habe, was jetzt passiert. Wir haben jetzt alle 4 Seelen. Und wir bekommen ein Filmchen. Der Bär. How does it feel to face death like a mortal? Come closer, and I will show you. Know this as you fade. All of your struggles, sacrifices, your victories and labors were for nothing. I will not be so careless with your power. Spare. Kids love. Spare them. I am going to destroy them. They will waste their last breath cursing your name. Yeah, serious. Ist er jetzt tot? Finally. Als ob. Gods of Chaos! The God Bear! Das traurige Schicksal. Gather Ursun's power, bind it to me. My godhood will be forged here on this throne. Okay. One by one, I will kill the gods and harvest their strength. All will be mine. All will be mine. Ja, gut. A new deity will soon ascend. Velikor, the Chaos God of Shadows. But his transformation will take time. There is still hope, whilst Ursun's power is not consumed. Welch dramatisches Ereignis. So, die letzte Seele. Wir haben die letzte Seele, die wir benötigen, um den Weg zur Schmiede zu erhellen. Doch das Schicksal kam uns zuvor. Der Bärengott ist tot. Er wird nie wieder brüllen und die Realität lässt sich nicht mehr bändigen. Im Schleier bilden sich Risse, durch die die Dämonen in die Welt der Sterblichen strömen. Dies war seit jeher Plan von Belakor. Er steigt zur Gottheit auf. Für uns gibt es in seiner großen Vision keinen Platz. Es gibt noch eins. Wir müssen ihn aufhalten. Wir haben 40 Runden Zeit. Jetzt, ihr seid ja interessant, Alter, ne? Weil ich habe alle Risse geschlossen. Ah, ne, sind wieder da. Okay, nehm's zurück. Wo ist meine Alte? Da ist sie. Gehst mal kurz nach Hause. Tschüss, meine Runde. Es ist die Frage, kann ich die Dinger noch schließen? Scheinbar. Geht das noch? Kann ich jetzt auch andere Armeen da durchschicken? Mal rein Interesse halber, weil würde mich jetzt schon mal interessieren. Wie das jetzt ist. Du kannst nicht laufen.
Dich müsste man da hochschicken. Nächste Runde mal. Gut, schau mal, was das Ganze jetzt gibt. Interessante Wendung natürlich. Ja, jetzt hier der Bärengott ist tot, was ich total schade finde, weil ich echt ein großer Freund von ihm. Nehmen wir mit dem Speckzahn auch gleich wieder Frieden an, weil ich keinen Bock auf die Auseinandersetzung mit diesen Idioten. Es wird quasi eine große letzte Schlacht geben. Ein großes Finale. Wobei ich glaube nicht, dass es ein Finale wird. Ich gehe mal stark davon aus, es werden mehrere Schlachten. Übrigens stimmt, apropos, wir haben... Nee, doch nicht. Hast du nicht den komischen Speer? Hier hatte Kornkorruption plus 10, lokale Provinz, aber juckt sie irgendwie nicht. Es ist voll scheiße, dass die mich jetzt hier blocken. Ich wollte sie eigentlich heilen und dann passiert wieder sowas. Ah, ich könnte kotzen. Jetzt kannst du wieder ewig rumgammeln. So, wir können nicht rein. Okay, das beantwortet die Frage. Dann schließen wir wieder nebenbei Risse. Keine Ahnung, wie gesagt, ob die jetzt wiederkommen oder nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Doch, ich glaube schon, dass sie wiederkommen. Die Risse, die dir mal sind keine stabilen. Sie verschwinden aus der Welt und kehren erst zurück, wenn er brüllt. Gut, er brüllt aber nicht mehr, weil er ist tot. Habe ich herausgefunden. Wenn das schon wieder scheinbar vergessen wurde vom Spiel selber. Ja, wie gesagt, ihr macht mal bitte nichts, weil das ist jetzt gerade nicht notwendig. Dann einmal das Ding hier wieder schließen. Dann gucken wir aber den kurz hier... Ah! Gut, hat super funktioniert. Idiot. Ah, ärgerlich, komm. Ja, toll, ich mach Frieden und dann machen diese Change-Idioten hier wieder alles zunichte. Ja, da kriege ich einen richtig... Ah, da kriege ich auch einen richtigen Kotzkraft, wenn ich das hier schon wieder sehe. Aber... Was wir jetzt hier machen, machen jetzt hier folgendes. Wir gehen jetzt hier raus, weil wenn die jetzt hier sich dazu entschließen, das anzugreifen, habe ich automatisch die zwei als Backup mit dabei und die können mich hier nicht cornern. Was sie jetzt machen könnten, könnten die Festung belagern, könnten mir auf den Sack gehen oder so, aber das kann ich dadurch einfach umgehen. Und kann es sein, dass ich dumm bin? Ich bin dumm, ne? Ich habe das Portal geschlossen. Scheiße, durch welches Portal gehe ich denn jetzt? Okay, da unten ist eins. Sehr schlau von mir. Grabe, du bist ein Held. Grabe, du bist echt das Dümmste, was hier rumläuft. Ah, ich schließe das Portal, was, durch was ich gehen wollte. So, ich habe übrigens hier kein Sponsoring oder so. Die Mütze habe ich komplett random. Es waren übrigens zwei Armeen. Natürlich, das ist dann scheiße, natürlich, wenn die einen... das ist so ärgerlich. Wenn die einen in den Hinterhalt stellen. So ätzend. Warum Hinterhalt? Bei all den Sachen, die sie machen könnten. Machen sie den Hinterhalt. Die mag die nicht. Das sind alles sehr unschöne Zeitgenossen. Ich habe jetzt einfach eine Mütze aufgesetzt, weil wenn du keine Kopfhörer auf hast, schaut alles so komisch aus irgendwie. Das ist total unentspannt. Und als die Schlacht selber schlagen, habe ich ja richtig viel Bock drauf. Es ist keine super Armee, es ist halt eine Armee. Zumindest die Junken sind ganz cool. Das Problem ist, die werden meine Junken kaputt machen. Ziemlich schnell, denke ich mal. Oder werden zumindest versuchen. Wir haben ein paar gute Ambusschützen. Unsere Kranichschützen hat noch billigere Ambusschützen. Halt viel Infanterie. Frage ist halt, wie lange hält die Infanterie? Der Typ ist selber ein Flattermann. Ach, schade. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht, normalerweise. Aber irgendwie auch nicht. Oh, wenn ich das wieder direkt sehe, Alter. Wenn ich das wieder direkt sehe, dass mich hier die irgendwie abballern wollen, dann kriege ich ja direkt einen Anfall. Meine Fresse, echt. Ich kann jetzt eigentlich nur hoffen, dass wir möglichst schnell wegkommen, weil das Problem ist, dass sie uns direkt mit der allerersten Salve so hart in die Fresse hauen werden, dass wir nicht direkt gucken können, was ich mit meiner Armee noch anstelle, weil die gleich komplett im Arsch sein wird. Okay, was kannst du noch machen? Ah, kannst du das hier noch machen? Waffen unsere Ambusschützen. Ja, schaut euch bitte an. Das ist so ein hässlicher Schaden, den die da machen. Meine Junken bekommen jetzt natürlich auch direkt auf die Schnauze. Das war auch irgendwo zu erwarten, leider.
So, hast du deinen Buff schon ausgesprochen? Nö, hat er nicht. Hat er da keinen Bock drauf? Jetzt hat. Halt mal, wir können eigentlich nur gucken, dass wir möglichst viel Schaden machen. Eigentlich meine einzige Hoffnung gerade. Die Verstärkung schon eingetroffen. Nein, 17 Sekunden. Wir können zumindest unsere Ahnenkrieger noch kurz aufbeschwören. So. Ja, hoffen wir, dass die hier schießen nebenbei. Meine Junken machen gleich einen Abflug. Aber wenigstens schießen die auch nochmal ein bisschen. Kostet doch nochmal die Ahnenkriege. Ah, vielleicht hätte ich die Ahnenkriege lieber hier beschwören sollen, weil ich sehe gerade. Das ist hier richtig Krise. Irgendwie weiß ich auch nicht, was die machen, weil die irgendwie auch alle nicht das machen, was sie mal sollten eigentlich. So, Junke 1 zieht sich hier bereits zurück. Mein Held zieht sich auch zurück. Naja, das ist ein Desaster. Eine Hinterhaltsschlacht. Das ist schwierig. Unter diesen Voraussetzungen. Von allen Seiten angegriffen. Und dann noch diese nervige Artillerie mit dazu. Und nicht in der Lage, einen richtigen Widerstand aufzubauen. Haben wir besser abgeschnitten als das Auto-Battle? Ja. Auf dem Papier schon. Scheiße. Ja, auf alle Fälle haben wir dem ein paar Verluste mehr zugefügt. Verbleibend 1000, das ist leider nicht korrekt. Ich glaube, das im Hinterhalt, die werden noch vernichtet, oder? Werden die vernichtet? Ich weiß gar nicht. Problem ist nur, wenn jetzt mal durch diesen Hinterhalt, können die jetzt Folgendes machen. Die können jetzt die andere Armee auch noch rauslöschen, dann eigentlich problemlos die Provinz erobern. Das ist das, was jetzt hier passieren könnte durch die Aktion, aber die greifen wir nicht nochmal an. Das Ding ist halt, das ist halt echt auch etwas problematisch, sage ich mal, ne? Brauchen auf alle Fälle Yang. Ja, also du hast auf alle Fälle hart auf den Sack bekommen. Das ist, immerhin die Armee hat größtenteils überlebt. Das ist schon mal nicht so schlecht. Meine Junken sind halt draufgegangen. Leider. Ich glaube, ein Kranich ist drauf. Mach's mal so. Müssen ja irgendwie mal bessere Einheiten kommen hier. Das kannst du ja nicht so stehen lassen über Jahre, dass sie dich hier die ganze Zeit kaputt machen. So, sie ist auf alle Fälle eine Magierin und zwar eine richtig fette. Ich warte auf die Mod, dass die KI automatisch die Schlachten schlägt. Das finde ich auch total cool. Also die Schlacht gegen die an sich würden wir im Einzel gewinnen. Mit Verstärkung auch. Die ziehen sich schon mal zurück. Können wir die blockieren? Geht das? Ja gut. Zumindest Verstärkung haben wir behindert. Ziehen sich jetzt auch nochmal zurück. Kurz gucken. Ich schicke mal nach unten. Machst dich auch weiter auf dem Weg nach unten, ne? Warum wohl? Achso. Natürlich mit Festung, dass wir hier nicht unnötig Verluste erleiden. Könnt ihr euch unterstützen gegenseitig? Nein, könnt ihr nicht. Das ist aber sehr ärgerlich, muss ich gestehen. Das ist schon echt schade, dass ihr euch nicht helfen könnt. Weil ihr könnt euch nämlich auch nicht mehr zurückziehen. Das bedeutet, ich werde euch vernichten. Niederer Abschaum. Ausgeburten der Hölle. Sterbt! Muss übrigens dazu sagen, die haben mir sehr weh getan. Da könnten sie sogar finishen. Naja, er ist ja an sich eine Maschine, ne? Das muss ich ja schon mal sagen. Der versteht hier keinen Spaß. Mit ihm haben sie es nicht so einfach wie mit dem anderen. Kontrolle, leidenschaftlich. Was gibt es denn sonst noch hier so? Großer Taktiker. Großer Taktiker, also helfe mir. Ist es das wert? Vielleicht nicht direkt, aber mit Backup auf alle Fälle, würde ich sagen. So, wir sehen uns nächste Folge wieder rein. Ciao.